Mensch, ist das ein Feuerwerk, was wir abzünden. Da ist ein DMR 107. Das ist das Radio, was wirklich alle Handwerker besitzen wollen von Makita. Und in einem Set, nämlich mit einer ganz tollen Makita-Bohrmaschine, einer HP331 DSMJ mit einem 10,8 Volt, 4 Amperestunden Akku, direkt zwei Stück sind dabei mit Ladegeräten. Und das ganze Set, das können Sie heute gewinnen, nämlich mit einem speziellen Satz, den erfahren Sie am Ende vom Video. Und Sie gehen bitte wieder, liebe Fernsehzuschauer und liebe EZA-Zuschauer, in Facebook rein, suchen dieses Video und kommentieren dann mit tolle Farben und Lasuren. Die gibt es bei Niederer in Völklingen. Wenn Sie sich kurz vorstellen. Guten Tag, mein Name ist Weihrauch von der Firma Niederer. Genau, und Ihr Vorname? David. David Weihrauch. Und hier ist wieder mal der Jürgen Schulze. Guten Tag. Hallo, herzlich willkommen. Sie haben gesagt, Mensch, wenn die Leute wüssten, ja, da draußen, da sind Spielgeräte für Kinder aus Holz, die es da gibt, ja. Das hier ist ein Bereich, wenn die wüssten, dass es Farben und Lacke doch gibt und Lasuren und alles von Niederer. Und Sie bauen diesen Bereich gerade massiv aus, richtig, wie man sieht? Wir sind gerade nochmal dabei, diesen Bereich zu erweitern. Hier entsteht eine Regalanlage, auf der wir Lasuren und Lacke und Beschichtungen demnächst noch besser zeigen und präsentieren. Genau, denn im Moment stehen Sie hier. Hier ist die ganze Farbenabteilung, aber nur ein ganz kleiner Teil, denn der David Weihrauch, der hatte uns im letzten Video schon gezeigt, wo die großen Farben stehen, aber hier stehen Farben und Lasuren. Es ist schon wichtig, dass man die Sachen pflegt, oder Herr Weihrauch? Ja, auf jeden Fall. Also es steht der Bereich nicht nur für die Profikunden, sondern natürlich auch für die Privatkundschaft. Sind hier die Lack und Lasuren aufgeführt, die direkt zur Mitnahme bereitstehen. Also das ist jetzt Ware, die sofort vom Eimer kann auf die Wand aufgetragen werden. Diese braucht man nicht mehr mischen in unserer Farbenhalle, sondern sind sofort zur Mitnahme und zur Verarbeitung bereit. Was ist denn da im Moment so der Trend an Farben? Hier sieht man so ein bisschen die Farben. Herr Schulz hat schon erzählt, so grau und grau ist schwer im Trend. Ja, sag ich mal, gerade Grautöne, Anthrazittöne, sag ich mal, Kieselgrau, Steingrau, das ist im Moment so der Trend, wo die Farbtöne, sag ich mal, hingehen. Und gerade jetzt in dem Bereich, wo das Wetter draußen aufgeht, es wird schön warm, die Sonne kommt raus, wird halt immer mehr in Sachen Holz neu lackiert, neu beschichtet, was jetzt Gartenmöbel betrifft, aber auch Gartenhäuser oder Zäune oder Dachüberstand. Ja, sind so die gängigen Sachen, die momentan gefragt werden. Genau, das heißt, Sie haben ohne Ende Produkte vorrätig, die werden in Kürze noch viel, viel besser präsentiert. Ich denke, wenn das Video fertig ist, ist auch draußen das Regal schon fertig, oder, Herr Schulze? Das Regal soll Ende der Woche fertig sein. Okay. Ich glaube, da sind wir schneller als Sie im Video. Das könnte sein. So, hier sieht man so ein bisschen, also ich kriege aber bei Ihnen nicht nur die Farben, ich kriege auch alles, was ich brauche zum Verarbeiten, oder? Genau, also Sie bekommen jetzt nicht nur die Lacke und Lasuren für den entsprechenden Untergrund, sondern auch in unserem Abholmarkt, wie wir sehen, haben wir auch das entsprechende Werkzeug, die passenden Grundierungen. Sprich Eimer, Malerrollen, Walzen, also alles, was das Herz begehrt, für diese Produkte zu verarbeiten. Genau. Ein, zwei Takte zur Firma Osmo. Ist das ein guter Hersteller? Firma Osmo ist gerade in Sachen, was Lasuren betrifft und Farben betrifft, natürlich sehr, sehr hochwertig. Also es ist jetzt keine No-Name oder No-Name-Ware oder No-Name-Anbieter, sondern es ist schon von der Qualität etwas Hochwertiges, wo man dann auch lange, sag ich mal, an seinem Holz auch dann lange Freude dran hat. Ihr Tipp, wenn die Sonne viel drauf scheint, ist da vielleicht ein UV-Lock, Lack sinnvoll, den man anschließend nochmal drüber macht? Ist auf jeden Fall zu empfehlen, aber da müsste ich Sie jetzt auf unseren Kollegen, den Herrn Bürster, hinweisen, weil er in Sachen UV-Beschichtung etwas mehr im Bilde ist wie ich. Sie haben wie viele Mitarbeiter hier? Sie haben es eben noch gesagt, ich muss es selber nicht wissen, ich muss noch jemand haben, der es weiß. Ja? Wir haben insgesamt 80 Mitarbeiter, davon sind 45 Mitarbeiter im Vertrieb und in der... Sagen Sie es nochmal, 45 in sind der im Vertrieb. Ja, jawohl. Das heißt, hier direkt in der Beratung sind auch einige Dutzend, oder? Hier sind einige Dutzend da, ja, die okay. Ihnen weiterhelfen können. Da finden wir immer das richtige Produkt. Das heißt, Sie werden jemanden finden, der weiß, wie richtig, wie wir finden Perfektion. Jemand und der Mitarbeiter sucht sogar mit Ihnen. Wir schicken nicht durch die Gegend, sondern wir helfen einfach weiter. Okay, das ist die Firma Niederer. Hier sind Sie beide, einmal der Jürgen Schulze und der David Weihrauch. David Weihrauch, er ist Farbenspezialist, aber eher für den großen Bereich oder große Eimer. Ja, nicht nur für die großen Eimer, sag ich jetzt mal, unsere Abteilung betreut mehr, sag ich jetzt mal, was die Fassadenfarben betrifft. Sprich, will ich eine Fassade neu gestalten oder neu streichen, den Putz neu streichen. Das macht dann überwiegend unsere Abteilung. Aber auch, wie gesagt, in Lacke und Lasuren können Sie gern zu uns kommen, das ist gar kein Problem. Also bei uns finden Sie für alle Probleme die richtige Antwort und sind bei uns natürlich recht herzlich willkommen.
Super, wir gehen nochmal ganz kurz vorne zu der Maschine hin. Dann lösen wir nämlich das Rätsel auf. Herzog, ja? Wir können noch eine Anmerkung machen. Ja, bitte. Wenn ich das noch einwerfen darf. Wir mischen natürlich auch alle Lasuren individuell. Das heißt, wir können mit unserer Farbmischanlage genau auf den Punkt für den Kunden mischen, was er haben will. Herr Schulze, während Sie das sagen, haben wir bereits schon Bilder eingeblendet von der Farbenmischmaschine. Die haben wir nämlich das letzte Mal gefilmt. Ja. Das ist die, oder? Die wir gefilmt haben. Das war die, die wir beim letzten Mal schon gesehen haben. Genau, also an die Redaktion bitte einblenden, bitte einblenden. Da ist sie jetzt. Weil nämlich alle haben gesagt, oh mein Gott, lass doch mal die Farben und Lasuren sein. Ja, das müssen wir jetzt mal tun. Zeig doch mal die Makita-Maschine. Das ist schon ein tolles Produkt, Makita, oder? Das ist ein tolles Produkt, ja. Da schlagen die Handwerker und Do-it-yourself-Herzen einen Ticken höher. Genau, Sie haben auch DeWalt, aber hier steht sie jetzt. Das ist das Set, das DMR 107, das Baustellenradio vor dem Herrn. Ich frage Sie mal ganz kurz, Herr Weihrauch, das wäre auch was für Sie? Das wäre nicht nur was für mich, sondern ich habe das selber auch zu Hause. Also kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, nicht nur den Profi-Handwerker, sondern auch, sag ich mal, den Privatbauer. Also da machen Sie auf jeden Fall nichts verkehrt. Damit haben Sie viel Freude. Super. Und das gibt es jetzt zu gewinnen. Gehen Sie bitte in Facebook, suchen Sie @saarlandemildora_ed_sa oder suchen Sie Saarland Fernsehen, suchen Sie das Video und dann bitte drunter kommentieren. Was haben wir gesagt? Ich schreibe es nochmal drunter. Es ist bei Facebook nochmal drin. Ich glaube, Farben, Lasuren und Lacke gibt es bei Niederer in Völklingen. Aber das ganz genau werden wir dann nochmal finden. Vielen, vielen Dank für das nette Interview. Ja, gerne. Dankeschön.